Wir machen das ganz einfach, Anwalt. Wir knallen den jetzt ab. Wir schlitzen den auf wie ein Weihnachtsgans. Ja. Und dann wollen wir 700. Bis später, komm. Ja! Ich hole jetzt die Kohle ab. Wenn ich davon eine abbekomme, dann sage ich so aus. Und dann so viel Spaß mit ihm. Ja. Und du überweist die Kohle, haben wir uns verstanden, Anwalt. Ist das klar? Ey! Ey, Justeo! Hola. Justeo! Hola. Geh mal ans Telefon. Hey! Junge, wo bist du denn, Mann? Affe, ich stehe hier mit die blaue BMW. Sag doch mal eine Postleitzahl. Immer noch die gleiche, Junge, am Stadium. Sag doch mal. 7039. Hier ist meine Frau, sag doch mal Hallo. Alle einmal schön die Knie beugen. Warum holst du denn jetzt das raus und Pistole, warum? Du forderst uns doch hier, Dingens auszusteigen, oder? Ja, ist das so schlimm? Muss man da gleich mit Gewalt um, wenn ich sag freundlich Hallo sag? Kommen? Hä? Was ist denn jetzt los? Der Affe kommt gleich, der macht euch alle nieder, ihr Hampelmänner. Könnt mich am Arsch lecken, alle beide. Kennt ihr den Affen? Wir sind ausgebrochen aus der Klapse, wir beiden. Passt lieber auf. Seid ihr eine Familie? Ja. Ist das dein Lebensgefährte? Das ist ein Bruder, ja. Habt ihr Kinder adoptiert? Oder was seid ihr für eine Familie? Ja, wir sind Familie. Wir schützen hier den Staat. Ach so, natürlich. Aber er ist auch ein Süßer. Affe, ganz kurz, hallo, ich hab die angehalten, die sagen, die sind eine Familie und haben mehr gerufen und jetzt steh ich hier und die machen die cool. Die sind super, ich kenn die doch. Super Typen, ey. Komm mit, komm, schnell. So, Theo, hör mir zu, Mann. Du musst jetzt stark sein, okay? Warte mal kurz. Ich sag dir das, weil ich dich liebe, ja? Hör mir zu. Weißt du noch die Sache damals mit deiner Schwester? Was da passiert ist? Natürlich, ja, das ist ja mein Kind. Ja, da gibt's eine Sache, die du nicht weißt, Mann. Was denn? Setz dich lieber hin, Theo. Kindergeld! Kindergeld! Für Kinder. Ja, jetzt stark, okay, ey, lass dich auch mal drauf ein, Mann. Ich weiß es erstmal schwer im ersten Moment, aber lass dich drauf ein. Hä? Hallo, die Tail! Wer ist das denn? Mein Fetti, ich hab dich gefunden, Junge. Wer bist du denn, Junge? Was, du hast mich gefunden? Ich bin die Braune, du Vollidiot, Junge. Bist du so groß geworden schon? Natürlich, du hast nicht vergessen, wie die Rolle, du Vollidiot. Okay, warte doch. Bist du das wirklich, Bruno? Das glaube ich doch nicht. Du hast mich einfach vergessen, Junge, die Rolle. Warte kurz, wenn das ist, dann weiß er, was er jetzt zu machen hat. Bruno! Bruno, ist hier. Kann man euch helfen? Komm her. Alles super. Genau so, wie ich dir beigebracht habe. Hi, Papa. Wir sind wieder fein. Wunderbar, du bist mein Junge. Tilly. Wie geht's, Mama? Mama ist doch gestorben wegen die Exi. Du bist einfach gegangen, Junge. Ist sie tot? Papa. Ist Mama tot? Die ist tot wegen die Exi. Kennst du die nicht mehr, die Droge? Norbert, halt dich fest. Du hast jetzt einen Bruder. Du hast einen Bruder. Ach du Scheiße, du hast einen Bruder, Norbert, Mann. Wie? Das geht nur Bär. Komm mal, mein Junge, ich will mit dir kurz alleine reden. Komm mal. Ja, geht mal. Ihr braucht jetzt Familienzusammenführung. Was ist mit die Mutti passiert? Die ist gestorben, Junge, von die Exi. Ich rede von deiner Mutter, von meiner Schwester, die kann doch nicht tot sein. Ja, natürlich, du hast doch einmal mit dir geschlafen. Ja, die Mutter hat dir immer gesagt, einmal ist kein mehr oder nie. Ist sie immer noch so süchtig nach Krokodil gewesen? Natürlich, Junge, Krokodil und die Exi, aber die Exi hat die mehr genommen. Das kann doch nicht sein, Junge. Ich weiß doch, was soll ich denn machen, Junge? Ich konnte nichts machen. Ich nehme doch auch die Koks und die Optimus Prime. Wann ist das denn passiert? Aber das ist schon ein Jahr her. Das kann doch nicht sein. Wie geht's den anderen? Wie geht's Papa, mein Papa, deinem Opa? Was machen die Geschäfte bei Fable? Hey, zwei Turteltäubchen, ich will euch nicht unterbrechen, aber wir müssen noch den O-Ton aufnehmen für Katja Leischek. Sat.1, die hat das alles eingefädelt. Ja, aber sicher. Wer hat gefädelt? Warte mal eine Sekunde, Affe. Komm mit. Ich freue mich erstmal, dich wiederzusehen, mein Junge. Ja, komm, wir machen eben wie die Gangster immer diesen Gefährlich. Ich wundere mich nur, weißt du, dass du wirklich dich so entwickelt hast für die nach all die Jahre in der Behindertenwerkstatt. Natürlich, nehmen wir immer noch die Cokes, die Optimus Prime. Du hast das schön gebastelt, immer das Weihnachtswerkzeug, ja? Natürlich, kann immer noch so gut werken wie früher. Wunderbar, du warst der Beste in der Behindertenwerkstatt, da bin ich so stolz gewesen. Wunderbar. Ich bin hinterhergekommen wegen die Hartz IV. Hey, Nobby. Hey, greif dich nicht an, Junge. Hey, Papa. Wo habt ihr denn mein Kind gefunden? Ja, das musste der Affe erzählen. Ich bin hier hingelaufen von die Holland und die Günther mir geholfen, durch die Grenze zu kommen hier. Norbert, wir haben jetzt ein kleines Problem in der Rangordnung. Das ist halt mein echtes Kind. Du bist ja nur, was ich im Raststätte gefunden habe in der Mülltonne. Du bleibst trotzdem für immer mein Sohn. Ich mag ihn nicht. Auch den Tag du magst mich nicht, Junge. Ihr vertragt euch, die Kinder vertragen sich. Haben wir uns verstanden? Nein, ich kann ihn nicht leiden. Ja, pass auf, so nicht. Erziehung ist wichtig.
Richtig, Sir. Ihr benehmt euch, Kinder. Haben wir uns verstanden? Sonst geht ihr auf die Treppe. Ich wollte meine neue Freundin, Lucy vorstellen. Die Spielsachen werden geteilt. Die Frauen auch. Ist das klar? Wir sind Alges. Das Lucy Cat Junge, komm einmal ranlassen oder nicht? Schau, Kinders, was ist los? Lucy Summer. Komm, schlecht, was ist los, Arme? Ja. Ist denn hier los? Zu, Theo. Komm, schnell, schnell, schnell. Komm, ganz ruhig, Junge, beruhig dich. Den nimmst du, den nehmen wir einfach als Dings, verstehst du? Den lassen wir zustechen. Mein Junge? Alle, du warst das, ja, natürlich. Das ist sehr schlau. Jetzt, nach all den Jahren, brauche ich ihn auch nicht mehr so. Natürlich, scheiß auf den Mann. Nein, bei uns ist in Holland auch so, dass die Kinder aber auch für die Eltern in den Knast gehen müssen. Das ist so. So sieht es aus. Eltern haften für ihre Kinder, steht an jedem Spielplatz. Und das ist nichts dabei. Ob 10 Jahre oder 20 Jahre, 10 Jahre mehr machen die Bock auch nicht fett. Dass er den Weg auf sich genommen hat, ist er hierhin gelaufen, 2000 Kilometer. Ich denke, Norbert ist die erste Bewährungsprobe, oder? Wenn wir den jetzt holen und sagen, er muss jetzt seine Rangordnung klar machen bei Norbert, er muss ihm erstmal zeigen, wo er zu stehen hat. Dass er denn mein anderes Kind absticht, dickst du sauber? Ja, die sollen sich mal. Natürlich, ja. Dickst doch nicht richtig. Der bunte Pulli, den kann man nehmen, ey. Ey, ganz kurz, Theo. Dein neuer Sohn hat deinen alten Sohn getötet. Was? Ist doch nicht, da ist es schon passiert. Ja. Das, ja, ist, das kann doch nicht sein. Da ist es schon passiert. Bruno, dickst du richtig? Ja. Ich hab's gesagt, Bruno. Tut mir doch leid. Was hast du denn? Das ist doch dein Bruder. Ja, aber ich hab doch gesagt, die soll aufhören, mich zu boxen. Ich glaube, die ist neidisch. Kannst du nicht den Bruder killen? Was, wo ist der Anwalt? Ich schulde uns noch 30 Mio. Du alte Drecksau, Mann. So eine Alte, die liegt doch nicht richtig, mein Kind. Du bist die alte Drecksau. Guck, was du gemacht hast. Ihr dürft eins nicht vergessen, Jungs. Weißt du, was du da gezüchtet hast? Der ist ein Psychopath. Der war schlimmer als ich. Junge, der war 17 Jahre in der Behindertenwerkstatt. Ach du Scheiße, was glaubst du? Die haben ihm die Werkzeuge abends abgenommen. Okay, komm, der braucht ein Kurzwort, schnell. Bruno, du kommst jetzt mit dem Papa mit, aber sofort. Billy, tut mir doch leid hier. Nichts natürlich, du benimmst dich jetzt. Du killst doch nicht die Leute hier ab, bevor Papa was sagt. Hör mir zu. Ey, tut mir leid. Ich bin ein bisschen aggressiv geworden von den Cokes. Ich habe 3 Kilo heute getrunken. Was Papa sagt, wird gemacht, wie immer, ja? Wie früher. Billy. Auch wenn ich Papa damals wieder ein bisschen viel getrunken hat. Junge, du hast mehr getrunken als ich. Ich bin auch dein Vater, oder nicht? Das wäre doch nicht normal. Aber ich habe mittlerweile mehr Koks genommen als du, Junge. Ja, und da brauchst du auch nicht stolz sein. Wieso denn nie? Weil ich immer noch mehr Liquid Ecstasy vertrage. Und jetzt halte ich zurück. Okay, das stimmt. Tut mir leid. Hör mir zu jetzt, Junge. Hast du Waffen dabei, Junge? Das ist eine krasse Stadt. Natürlich nicht. Ich habe kein Geld. Ich bin arme Straßenpenny bei die Würfel. Hast du Messer? Nein, auch nicht. Ich habe einen Golfschläger und... Ich gucke mal, was Papa... Die von die Feuerwehrauto geklaut. Ja, wunderbar. Das ist ja schon mal gut. Wir gucken nachher, dass du ein Messer kriegst. Papa wird dir ein Codewort geben, ja? Ein Codewort und wieder? Hör mir zu. Dilly. Wenn jemand umzubringen ist in unserer Nähe, dann schreien wir Go-Go-Snus. Go-Go-Snus. Und dann erledigst du dem. Und wenn es im Bau geht, dann hältst du die Flagge Oranje nach oben für Papa. Ist das klar? Darf ich die tragen hier in die City? Wie war das Passwort? Sag nochmal. Coconut, Junge. Komm rein. Mein Sohn, hast du hier... Wann bist du hier angereist? Ich vor ungefähr eine Woche hat mir die Günther geholfen, hier reinzukommen durch die verschlossene Tür. Für die Hartz IV natürlich. Ja, das ist gut. Hier gibt's immer Geld vom Amt, aber Papa hat schon Millionen gemacht. Und wir haben noch 30 Mio. für die Familienkasse offen beim Anwalt. Oh, mein Vater hat 4 Millionen. 4 Millionen. 4 Millionen auf die Konto, Junge! Ja, natürlich, du kennst doch deinen Vater, Junge. Ist auch ein bisschen für mich, ich bin ein armer Straßenpenny. Du bleibst jetzt ruhig, du weißt, was verdient wird, geht an den Papa. Du kriegst von mir dein Taschengeld und das kriegst du jetzt. Gib mir mal dein IBAN-Nummer. 1, 2. Wunderbar. Nu. Ja. Sick. Ja. So schneller. Acht. Warte kurz. Neun. Natürlich. Fünf. Acht. Super. Wie lange ist die denn, Mann? Drei, Junge. Das ist den noch ein 2. Drei. Man hat die Schule nicht aufpasst. Das ist eh schief gelaufen, ich weiß. Fertig oder was? Natürlich, ich mach mal 1 Euro auf mein Grund. Für 1 Euro, du kriegst von mir jetzt dein Taschengeld. Wunderbar. Ich hoffe, du hast die Nummer verstanden. Ich kann gut die zählen hier. Die Nummer ist weg, das hat nicht geklappt. Komm, lass.
Komm, lass sein, komm, lass die Scheiße. Ich bete bar in die Hand. Komm, ist gut. Was läuft? Cousins, Cousin. Hallo, wir sind kein Cousin und Cousinen. Was denkst du dir denn? Komm vom Holland, Junge. Sind wir verwandt oder was? Wo denn? Gib mir mal auf die Eier. Hey, der große Eier. Affe, aussteigen. Erster Test findet statt. Aussteigen, Affe. So, Bruno, die Familienehre wurde beschmutzt. Kaukosnuss. Kaukosnuss. Hey, Bruno, du Idiot. Ich bin dein Vater. So ein Idiot. Gisses, der Junge ist unzurechnungsfähig, immer noch. Kann es nicht. Das ist unzurecht. Wunderbar. Komm, wir gehen. Bruno, komm mit. Komm mit Papa, komm mit Papa. Komm mit, schnell mit Papa. Schnell mit Papa kommen. Einsteigen, Bruno. Wunderbar, kein Problem. Wunderbar. Ich fahre am Telefon klingeln. Bruno, wunderbar. Aber nicht den Papa treffen. Der Anwalt ist am Telefon. Anwalt, wo bist du denn? Alge, wir haben eine Rechnung zu begleichen. Wir haben eine Rechnung zu begleichen, das ist richtig. 30 Mio. kriegen wir von dir. Wo bist du denn? Ich krieg von dir 10 Millionen. Ich saß wegen dir im Knast. Du kriegst doch von mir keine 10 Millionen, Affe. Der sagt, der kriegt von mir 10 Millionen, weil er im Knast ist. Ja, ja, gib ihm, er soll kommen. Ich gib ihm die. Komm, okay. Ihm, gib ihm. Kriegst du natürlich. 2-3 Millionen habe ich für ihn dabei schon. Sag ihm das. Wo bist du dann? Ich sag dir doch nicht, wo ich bin, mein Freund. Wie soll ich dir denn Geld geben, du Arschloch, Junge? Aber es sind ein paar Augen auf dich gerichtet. Ich, ja, sind die, ich will mich der Stadt nicht mehr sicher fühlen. Ja, pass mal auf, Junge. Dann lass uns das doch aus der Welt schaffen mit deinem Gespräch, Junge. Du wirst mich nie wiedersehen. Wir werden ihn nie wiedersehen, Affe, sagt die. Aber was? Meine Leute werden dich finden. Wenig wieder. Ja, dann sollen die jetzt kommen, wir warten. Dann sollen die, dann ja, gib einen Treffpunkt, du feiges Schwein. Bezahlen, Anwalt, du bist ich ein feiges Schwein. Ich werde dich finden, Alge. Ja, ich sag dir doch, wo ich bin, du musst mich nicht suchen. Ja, wir sind bei 81,56. 81,56, hier warten wir. Genau den. Im Parkhaus, im Parkplatz. Du hast eine Kugel im Kopf. Ja, komm mit deiner Kugel im Kopf, Junge. Kriegst du eine von meinem Sohn. Mein Brunus, das ist eine Kampfmaschine. Der ist geistig nicht zurechnungsfähig. Was scheiß auf meinen Sohn? Ich nicht, wegen die Koks, Junge. Scheiß auf Bruno, scheiß auf dich, Alge. Komm hier hin, Junge. Wir haben keine Waffen, die kommen, verdammte Kacke. Hat er gesagt, scheiß auf deinen Sohn? Er scheiß auf meinen Sohn, sagt die. Ich scheiß auf den, die Arschlock. Bruno! Bruno, ich geb dir jetzt eine Knarre, komm her. Gib mir die Knarre, ey. Gib dir eine Pistole, mein Junge. Junge, Bruno, hör mir zu. Du hast gerade eben fast deinen Vater umgebracht. Natürlich nicht. Guck, dass du nicht daneben schießt. Natürlich nicht. Ich bin die Profi, nicht schießen, Junge. Hör zu, wenn ich Coco sage, dann ist es nur ankratzen. Wenn ich Coco Snus sage, dann geht's ab, dann schlägst du. Und wenn wir sagen, die ganze Affenbande brüllt, dann knallst du ihm ab. Anwalt schreibt Tick-Tack-Tick-Tack wie die Bonbon. Die Bombe, meint der, glaube ich. Tick-Tack, Tick-Tack? Ja, Tick-Tack, Tick-Tack. Scheiße, Mann, ich krieg wer ist das denn jetzt? Oh, fuck. Hallo? Auch nicht die Sabbekopf schon wieder. Bruno, mach dich bereit. Mach dich. Go, 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 go. Go, 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 go. Wer hat die Kokosnuss? Oh, sag's lieber. Hast du Kokosnuss gesagt, oder was? Kokosnuss, Kokosnuss, nicht diskutieren. Kokosnuss. Drauf, Bruno. Wunderbar. So, Jungs. Nochmal nachschlagen. Ist gut. Ey! Mann, das. Du hast du gerade deinen Vater geboxt, ey. Du bist mit dir. Du hast auch nicht am Start, ey. Bruder, du Idiot! Du Idiot! Schatz! Ich will, dass du mich nachher durchschubbelst. Wunderbar, gute Rechtschreibung. Ach, da seid ihr ja, ihr Arschlöcher! Junge! Hey, komm her, Vater, bitte. Entschuldige dich, komm schnell. Denkst du doch richtig? Es tut mir leid. Was machst Vater, du denn? Ich kann doch nicht ohne dich leben. Hau ihn einen runter, Mann. Du sollst aufpassen. Es tut mir leid. Machst du das nochmal? Kommst du wieder in die behinderte Werkstatt? Hast du mich verstanden? Okay, tut mir leid. Für 12 Jahre. Anwalt! Wir treffen uns beim Sandy Shore Flugplatz. Bei was? Sandy Shore Flugplatz. Wir brauchen Nummern, wir können das nicht, wir wissen uns nicht. Norden, Sandy Shore Flugplatz. Schick mir das und mach das Geld ready. 30 Mio. Wir werden mal sehen, was da kommt. Sonst platze ich dir die Kokosnuss auf. Kokosnuss? Ruhig, ruhig, Bruno, ruhig. Erzähl, was du vorgestern gemacht hast wegen der Kohle. Erzähl das auch nochmal. Ach so, Papa, du weißt doch. Erzähl, wir brauchen Geld, ja, sei, hab dich nicht so. Ich hab mit einem König geredet. König von die Dortmund. Und ich brauchte Geld. Ich war ein Penny bei die Würfelpark. Die hat gesagt, für 10 Millionen runter auf die Knie. Diese Mann einblasen. Und ich habe natürlich gemacht, da kam auch ein bisschen was raus. Aber wie unsere Mutter immer gesagt hat, Eime, Eid, Keime, wunderbar. Hast du richtig gemacht. Keime, Mama. Das macht man auch, das hast du gut gemacht. Eime ist Keime, danke schön, mein Papa. Alles, was man vom Körper her schaffen kann, was Geld bringt, ist immer in Ordnung. Genau wunderbar, richtig. Habe ich gut gelernt, von meiner Mutter auch. Eime wo sind die 10 Millionen? Auf mein Konto.
Anhalten, Affe, anhalten. Das schickst du jetzt mal schön die Papa rüber. Ich hol mal die Bankverbindung raus. 9, 9, 9. 3 Stück, wunderbar. 2. Abi. 9, 4. Abi. 7, 0. 7, 0. 4, 8. 4, 8. 6. Was? 6. Sek! Achso, Sek, wusste ich doch. 1, 1. 1, 1, wunderbar. Das Geld rüber, Papa, verwalte das. Ich leg das ab. Ich leg das an den Rotzcoin. Du kriegst dein Taschengeld. Hey, wir fahren hier zur Bank. Hast bekommen, 2 Millionen. 2 Millionen, nächste 2. Hast bekommen. Nächste 2. Hast nächste bekommen. 2. Ja! Yeah! Oh, Mama, see. Und noch einmal 2. Ich krieg hier so nach Geld auf einmal vorne, verdammte Scheiße, Mann. Wunderbar, mein Junge, du hast einfach das richtige Erbgut. Auf und fahr! Papa, mach das schön. Ich schön nachher dein Taschengeld. Jeden Monat 50 Euro. Und wenn du irgendwelche Probleme hast, fragst du Papa. Guck mal, Affe, das ist Erziehung. Guck mal, was hab ich für ein Kind. Das wünscht man sich doch, oder nicht? Wir brauchen ein Cooldown-Word. Affe, Junge, was nehmen wir? Optimus Prime. Meerrettich, dann kommst du wieder runter, ist das klar? Doch, nee, nicht die Meerrettich. Doch, immer gehasst. Das hast du immer gehasst und deswegen bei Meerrettich entspannst du dich. Nee, natürlich. Dann denkst du dran, wenn die Mama wieder Meerrettich zu fressen gab, weil es nichts anderes gab und Papa wieder alles verzockt hat. So, guten Abend. Bruno sagt hallo, brav. Hallo, Bruno hier. Seid ihr denn hier im Norden? Was auf dem Wagen? Affe, verarscht, Junge, lass uns doch nicht verarschen. Fahr. Hoppala, der Junge ist gefallen. Fahr weiter, lass dich nicht irritieren. Lass dich nicht irritieren. Wunderbar. Der Junge ist raus. Anwalt, wo sind Sie denn, Sie Arschloch? Ja, bei der 3037. Wo sind Sie? Wir sind noch unterwegs. Wir kommen gleich. Kommen Sie. Ich habe eine Überraschung für Sie. Wir kommen unbewaffnet. Gehen die nicht raus. Die sollen meinen Sohn retten und dann schreien wir laut Kokosnuss. Okay. Jungs, ich hab irgendwas gehört hier. Oh, oh. Psch, 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 psch. Er hat was gehört. Bleib ruhig, Mann. Zappelst du hier rum? Wunderbar. Diese verdammte Versager, Junge. Vollidioten, Mann, so eine Wichser. Ich hätte aber auch schon eine Ausrede gehabt, dass wir ein bisschen unehelich uns beglücken wollen. Der Platz hier draußen ist bekannt, Mann, für die Zähne. Richtig. Die sollen sich einen anderen Platz suchen für ihre Treffen. Das kennt jeder, da schreibe ich immer mein Telefonnummer auf die Toilettennummer. So, und jetzt weiter, komm. Zur Not Medic-Helikopter müssen wir. Hier trifft man zur sich. Not, ey, hör zu, Theo, zur Not Medic-Helikopter, wenn unser einziger Weg ist. Das dürfen wir nicht. Wenn unser einziger Weg ist, der gar nicht gehört haben. Jo, ey, ey. Huch! Ey, ey! Ey, zieh schnell raus, Affe! Zieh schnell raus aus mir! Zieh dich an! Zieh dich an! Zieh dich an! Entschuldigung! 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 Los, los! Wir haben uns hier getroffen für unehelichen Verkehr! Entschuldigung, hier ist doch bekannter Platz für die Szene! Ja, 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 wir wissen schon. Oh nein! Oh nein! Das kann doch nicht! Der Affe hat in mir reingedrückt! Nicht andersrum! Ja, genau, Mann! Ich bin die Frau bei uns! Oh verdammt, ey, wir wollten doch nur ein bisschen Fun! Macht ihr das nicht? Ein bisschen Fun, ihr beide, ja? Ja, ihr seid die anderen beiden, die wir bestellt hatten. Seid ihr nicht in Schwarze Rose und Romeo 51? Komm, gib zu, Mann. Wir stehen auf so einem Rollenspiel. Geil, Mann. Hör doch auf, du bist es doch. Wir machen doch euren Scheiß mit hier, euren Fetisch. Doch kein Problem. Kannst du denn die Kabel benutzen? Fessel mich, gib's mir richtig jetzt. Ja, ich weiß auch, dass ihr beide auf so einen Scheiß stehen. Du bist meiner, du bist meiner. Du bist meiner. Jungs, wir haben Ja, komm, nimm mich hart. Genauso sah er aus auf dem Foto. Auf Gay Online. Was das so real ist, du hast nicht zu viel versprochen, Theo. Ich finde das super, Junge. Ist ja nicht so schlimm. Ganz. Ich hab Gabelbinder dran, mach geil. Ganz ruhig, Jungs. Ja. Mach keinen Stress. Mach sie mir noch enge. Mach sie mir bitte enge. Keinen Stress, Mann. Hast mich verstanden? Bisschen enge machen noch. Ja, du kriegst gleich richtig enger, mein Freund, aber ganz eng. Oh ja, danke dir. Ja, darauf stehst du, ja. Du Drecksschwein, du. Warum bin ich denn ein Drecksschwein? Ja. Zu Orange kommen. Wie wollt ihr denn genannt werden, ne? Du darfst heute mein Pferd sein. Ja, das werde ich, Mann. Das verspreche ich dir. Auf den anderen Jackson. Ich wollte das Pferd sein, Mann. Du hast mir noch mal nicht gesagt. Du bist das Schwein, wie immer. Du bist das kleine Wildschwein. Helfen Sie mir, die entführen uns! Komm her, komm her. Bruno ist mein Sohn. Habt ihr ihn gefunden, ja?
Das ist mein Sohn, wir werden entführt, helfen so, Sie uns! Die entführen uns, guck mal mit Waffen, ruf dich. Die Bullen an! Beweg dich, Digga! Ruf doch die Bullen an, ihr seid doch Mady! Der hat eine Waffe gezückt, der hat eine Waffe gezückt. Ey, du hast schon nicht den Affe umgebracht? Du Idiot, Mann, warum ziehst du eine Waffe, du Idiot? Warum habt ihr den Affe umgebracht? Der hat eine Waffe gezogen. Der hatte keine Waffe. Gezogen. Der hat keine Natürlich Waffe. Hatte der Waffe. Der hat die gezogen, Mann, ich hab's gesehen. Wo ist mein Junge? Stress in der Stadt, Mann. Ich mach Stress in die Stadt? Ja, das ist korrekt, Mann. Meinst du vielleicht mein Junge, mein Sohn, der sieht genauso aus wie ich? Da ist doch der Affe wieder, oder? Oh, schön, dich zu sehen. Da? Oh, Affe. Wer ist denn da, Mann? Ah, bist du nicht hallo die Affe? Hallo, von Alge. Die Anwalt, die Drecksau, hallo. Mhm. Wie geht's Ihnen? Okay, pass mal auf, dein Rollkommando konnte mir nicht mal sagen, was ich angeblich gemacht habe. Ja, du hast mich verpfiffen. Ja, und? Ja, ich saß im Knast wegen. Du schuldest uns 30 Mio, Jungs! Was sagt ihr denn, wenn euch jemand 30 Mio schuldet, dass ihr euch verpfeift? Ihr kriegt 10, wenn wir ihn zusammenschlagen. Der schuldet mir 30 Mio. Jungs, vertraut ihm nicht. Er labert den Glaubst du so einem Geleckten? Wir sind von der Straße, Junge. Glaubst du ihm? Du bist von der Straße, Motherfucker. Das sieht man doch, oder nicht? Ja, natürlich bist du von der Straße. Ich bin aus der Gosse. Du bist aus der Möchtegern-Hip-Hop-Street. 30 Alge. Mio. Und jetzt Alge. Machst du hier so ein Theater. Natürlich verpfeife ich dich. Hast du ein Problem? Du hast mich direkt verpfiffen. Ich wollte dir das Geld geben und du hast mich einfach verpfiffen. Was? Jungs, 10 Mio für euch, wenn wir die 30 aus ihm rausprügeln. Ich sag's euch, wie es ist. Er ist die Schlange. Ich bin nicht käufbar, Mann. Ja, aber du sag, machst doch das hier auch für Geld vom Anwalt. Boah, wie viel gibt er dir? Das? Wer sagt denn das? Das sind einfach nur Freunde. Dann ist aber schön blöd, Junge. Der Anwalt hat nämlich richtig. Ja, dann hat er die Hast du aber auch zwei Dumme gefunden, Anwalt. Was willst du jetzt? Naja, dein erster Freund, dein Freund ist schon weg, Mann. Du kannst auch gleich verschwinden. Den Affen haben sie umgelegt. Ist das Sinn der Sache? Kollateralschäden, Alge. Du versaust es immer wieder und immer wieder. Wegen dir sterben Menschen. Wer ich wollte gestorben? Nur Sentenzer. Ja, nur Sentenzer. Du hast die halbe Stadt umgebracht. Alge. Hä? Ich hab den Sentenzer aufgeschlitzt wie ein Schwein. Das war ja, ich. Ja, aber vorher. Weißt du, wie viele Menschen gestorben sind? Und dann steckst du mich in die Zelle. Ich hab niemand gekillt sonst. Das war mein einziger Kill. Ich bin ja auch stolz auf dich gewesen. Warum hast du mich verpfiffen? Sag's mir einfach nur. Weil du das Geld nicht bezahlen wolltest. Junge, wir haben uns überhaupt nicht gesehen gehabt in der Zwischenzeit. Ich wollte dir das Geld geben, dann liegt Sentenzer auf der Straße und ich werde verhaftet. Okay, da habe ich leicht überreagiert. Kann doch mal passieren, und? Wie kommen wir hier aus der Situation wieder raus? Wir machen 15 Millionen und dann sind wir durch hier. Du kriegst keinen Cent von mir, Alge. Dickst du sauber? Keinen Cent kriegst du von mir. Jungs, nie wieder arbeiten, wenn wir das Geld aus ihm rausholen. Für euch beide. Ah, nie wieder arbeiten. Ich arbeite gerne, Mann. Von jemandem wie dir nehme ich ungern gern Geld an. Alge, ich würde eigentlich gerne von dir Geld haben. Was willst du denn von mir Geld, Junge? Dickst du sauber? Entschuldigung. Junge, für einen Auftragsmord im Knast zu sitzen, da bist du doch selber schuld. Du hast mich verpfiffen, weil ich hätte fast meine ganze Karriere Geht doch nicht für dich rein, Junge. Du Drecksau. Noch ein Problem. Jungs. Ach, du bist auch noch eine Snitch, oder kümmert euch um ihn. Oh, da werde ich Spaß haben. Jungs, ich habe euch das gesagt. Ich will euch mal eins sagen, bevor ihr mir irgendetwas tut. Er hat mir einfach viel Geld geboten für einen Auftragsmord. Wahrscheinlich euch auch. Und er bezahlt es nicht. Und ihr wollt mir was antun. Er bezahlt es nicht. Bin ich auch dann, weißt du, Leute sterben. Ja, und? Was machst du, wenn Leute nicht bezahlen? Aber du bist ein Snitch, Mann. Ja, wenn er nicht bezahlt, dann soll er doch dran glauben, oder nicht? Ja, klär das mal. Und komm dann wieder. Lass grüßen. Klappe zu, abgetogen.